Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch einen amerikanischen Klassiker, der perfekt zu allen möglichen Fleischgerichten passt, aber auch als Füllung für Hotdogs und Burger. An Zutaten braucht ihr Rotkraut, klassisches Weißkraut, Karotten, Mayonnaise, Sauerrahm, Senf, Honig, Pfeffer, Zitronensaft, Selleriesamen, die sind optional, und Salz und Essig. Entfernt die äußeren Blätter vom Kraut, sofern diese unschöne Stellen aufweisen, und entfernt auch den Strunk. Danach schneidet ihr alles mit einem scharfen Messer in möglichst dünne Streifen. Falls ihr einen Foodprozessor mit dem passenden Aufsatz habt, könnt ihr diesen natürlich auch verwenden, das geht sogar noch ein bisschen schneller. Das gleiche Spiel wiederholt ihr mit dem Weißkraut und kümmert euch dann auch um die Karotten, die entweder auf einer Reibe schön fein geraspelt werden oder auch mit dem Foodprozessor. Wenn das Gemüse bereitsteht, könnt ihr alle Zutaten fürs Dressing einfach in eine Schüssel geben, gut umrühren und über dem Gemüse verteilen. In der traditionellen Rezeptur wird für das Dressing in erster Linie Mayonnaise verwendet. Mir persönlich ist diese Variante zu mächtig und deswegen habe ich das Ganze mit Sauerrahm aufgelockert. Ihr könnt, um noch ein paar Kalorien zu sparen, stattdessen auch griechisches Joghurt verwenden. Aber ganz ohne Mayonnaise geht es natürlich nicht, denn die ist einfach wichtig für den Geschmack. Jetzt müsst ihr nur noch alle Zutaten gründlich miteinander vermengen und ich mache das persönlich am liebsten per Hand. Theoretisch könnt ihr den Salat sofort servieren, ich würde euch aber empfehlen, ihn für 1-2 Stunden kühl zu stellen, denn so kann er sein Aroma entfalten, wird ein bisschen weicher und ist einfach angenehmer zu essen. Gut gekühlt ist er übrigens 1-2 Tage haltbar. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Rezept gefallen hat und wenn das der Fall ist, würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, meinen Kanal abonniert und ihr könnt mich auch gerne auf Facebook, Pinterest und Instagram besuchen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.